Sag mal, Heidi, du bist doch Autorin. Wie heißt das Buch? Kreative Jobfindung, eben, Deswegen auch genau. deine Firma Top Career. Das passt ja dann auch Genau. zusammen. Ich komme ursprünglich aus diesem Bereich Karrierecoaching und da hat sich das so ergeben mit dem Buch. Ja, Da wir geht es sind in der tatsächlich. Zeit, wo wir nicht mehr jeden Job machen, wo wir wirklich Jobs machen wollen, die uns gefallen. Und da kommst du natürlich genau richtig in diesen Moment. Was ich gelesen habe über dich, ist Intuitionsentfaltung. Finde ich sehr interessant. Was hat das Ja. genau damit auf sich? Ja, das werden wir heute auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen, genau diesen Punkt. Also tatsächlich unsere Intuition wahrnehmen und von innen nach außen zu gehen. Wir machen meistens genau das Umgekehrte. Wir orientieren uns, gerade in der Bewerbungsphase, gucken wir alles, was so am Markt gesucht wird. Ja, also was weiß denn ich, den Controller Richtung, was weiß denn ich? Und dann muss ich genau in die Richtung, muss ich mich auch bewerben und schuster mich dann so zurecht und mache mich dann zurecht, damit ich wirklich passend bin. Dabei ist es im Grunde ist es Quatsch. Ja, also es macht viel mehr Sinn, sozusagen zu gucken, okay, was habe ich? Ja, also meine Intuition, diese wahrzunehmen und es dann sozusagen nach außen zu bringen und dann das zu präsentieren. Viele sagen dann, ja, aber das gibt es doch gar nicht. Das ist nicht meine Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mache diesen Bereich schon, gerade im Bereich Karriereberatung schon 15 Jahre. Und das ist, wenn man sich wirklich traut, in Anführungsstrich, wirklich nach innen erstmal zu gehen und zu hören, okay, was will denn überhaupt raus? Und dann damit nach außen zu gehen, dann findet man das auch. Ist vielleicht ein längerer Prozess, ist vielleicht auch nicht so viel Stellenangebote, wie wenn ich mich als Controller für Richtung was auch immer bewerbe. Aber das brauche ich auch nicht. Brauche ich nur eine Stelle zum Beispiel. Ja. Genau, und das lohnt sich allemal, denn wer will nicht glücklich und zufrieden, erfüllend sein Leben verbringen, anstatt wie die meisten jetzt Burnout oder was es alles für Geschichten gibt. Also da ist auf jeden Fall der richtige Weg, sich selbst zu finden. Gut, und damit übergebe ich jetzt an Heidi Wellmann. Viel Spaß. Dankeschön, Jürgen. Ich habe das hier mal zusammengefasst. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Was bedeutet es überhaupt, Körper, Geist und Seele im Einklang zu haben? Um zu erblühen, ja, und in Freude und Leichtigkeit, Sinnhaftigkeit und vor allen Dingen geistiger Klarheit zu leben, benötigt unser Geist meines Erachtens, ja, geistige Nahrung, unsere Seele positive und lichtvolle Energie und unser Körper Fürsorge, Liebe und Lebensmittel. Fangen wir doch einfach mal mit dem Geist an. Was seht ihr sozusagen als geistige Nahrung? Welche geistige Nahrung benötigt euer Geist? Was fällt euch dazu ein? Oder was hat alles Einfluss auf euren Geist? Wissen, schönen Geist. Gute Texte, Zusammenhänge ergründen. Was meine Wünsche mir bringt, das fütter ich. Meine Selbstgespräche, Texte, Musik, Filme, Sinnvolles machen. Ja. Genau das sind Bereiche, die darauf Einfluss haben. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass so ein Tag, der hat 1440 Minuten. Ich stelle mir oft die Frage, wie viele Minuten hiervon verbringe ich mit, ja, mit dienlichen Gedanken und dementsprechend Handlungen. Aber erstmal bei den Gedanken zu bleiben, sich mal selbst zu beobachten, wie benutze ich sozusagen meinen Geist? Die Frage ist, bewege ich meine Gedanken, meinen Geist, meine Gefühle dann diesbezüglich in die Richtung, in die ich das möchte? Und das ist eine spannende Frage. Viele sagen, ja, ich mache ja schon und ich lese oder ich denke positiv. Von dem positiven Denken halte ich nur bedingt etwas. Und das ist auch nur, meines Erachtens, nur ein kleiner Punkt. Positives Denken hilft fast gar nichts, wenn ich nicht ins positive Fühlen hineinkomme. Meine Erfahrung ist, dieses, wie komme ich irgendwo hin? Wie erreiche ich meine Ziele? Vergesst diese Frage. Bevor ihr nicht euch für euer Ergebnis entschieden habt, könnt ihr die Frage nach dem Wie stellen, die sehr schwarz werdet sozusagen. Es ist die viel, viel härtere Version. Also dieses Wie, am besten streichst du diese Frage. Wenn du wirklich, nicht eins, aber eins der wesentlichen Punkte aus diesem Vortrag mitnimmst, ist es, konzentrier dich auf das, was du wirklich, also ich meine wirklich willst. Also nicht den Porsche, vielleicht willst du den Porsche ja auch wirklich, aber nicht etwas Oberflächliches, was nicht unbedingt was mit dir zu tun hat. Etwas, was aus dir kommt. Also wenn ein Herzenswunsch aus dir kommt, dann ist sozusagen
Die Motivation für dein Ziel kommt von ganz allein und du läufst darauf zu, wenn du erlaubst, dass dein Herzenswunsch sich geistig immer mehr Raum einnimmt in deinem Geist. Also wenn du dein Denken auch und dann natürlich auch dein Fühlen darauf ausrichtest, dann kommen irgendwann die Inputs und die Ideen und so weiter und so fort. Dann kannst du natürlich auch ins Tun kommen, das ist gar keine Frage. Ja? Dann kommt das Wie. Und auch das, was ich zum Beispiel zu mir nehme. Viele Menschen, die ich kennenlerne und sagen, ja, ich bin schon sehr erfolgreich und ich arbeite auf allen drei Bereichen und so weiter und so fort. Aber wenn ich mit ihnen essen gehe, dann schlingen sie irgendetwas ganz schnell hinunter und erzählen mir etwas von Körper, Geist und Seele im Einklang zu sein. Da habe ich so meine Bedenken. Ich finde es sehr, sehr wichtig, zum Beispiel auch welche Nahrungsmittel und vor allen Dingen Lebensmittel wir zu uns nehmen. Fragt euch doch mal selbst nach dem Essen. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr voller Power, voller Energie? Habt ihr Lust, in die Vollen zu gehen, ja? Wollt ihr wirklich was kreieren oder habt ihr ein Loch? Wir haben uns bloß daran gewöhnt, dass das normal ist, wenn wir essen, dass wir uns erstmal müde fühlen. Aber da frage ich, welche Lebensmittel nehmen wir denn zu uns? Mir geht es gar nicht so darum, euch genau zu sagen, was ihr jetzt essen sollt. Aber sich einfach mal damit vielleicht ein bisschen beschäftigen und sich zu überlegen, das, was ich hier auf meinem Teller habe, ist das Energie. Wir sind ein Energiewesen. Wir brauchen Energie. Also was nehme ich zu mir? Zum Beispiel zu Hause habe ich auch ein Trampolin und das liebe ich. Das mache ich mittlerweile, ich glaube jetzt seit 3 Jahren. Und das ist unglaublich, ich springe fast täglich Trampolin und das ist wirklich wie High sein. Ja, also das kann ich, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit für Sport oder so, dann ist Trampolinspringen eine echte Alternative. Zum einen braucht ihr nicht so viel Zeit, ja, wie wenn ihr ja, draußen oder irgendetwas oder irgendwo hinfahren müsst. Und es macht tierisch Spaß. Und vor allen Dingen, das Interessante ist, es löst so viele Blockaden auch im Körper. Freude ist sozusagen der direkte, schnellste Weg, ja, zu meiner Seele. Wenn ich in der Freude bin, wenn ich in der Liebe bin, wenn ich bei mir bin, dann nehme ich auch meine innere Stimme wahr. Und meine innere Stimme ist letztendlich ja sozusagen der Wegweiser zu meiner Seele. Das kann sein eben beim Tanzen, beim Meditieren, beim Sex ist es genauso. Ja, da hören wir meistens unsere innere Stimme. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Menschen, die zum Beispiel einfach drauf losblubbern, ja, einfach verbunden sind, nicht drüber nachdenken, denen kommen dann Ideen. Zum Beispiel, ich kenne das von mir selbst, wenn ich hier im Vortrag sitze oder im Coaching, bekommen da die besten Ideen. Warum? Weil da bin ich komplett bei mir. Dann komme ich von innen nach außen und da lasse ich wahr, sozusagen, dass ich verbunden bin mit allem, was ist und dann nehme ich auch meine Seele wahr.